Dieses Video wird Ihnen präsentiert von der Sicherheits- und Krisenmanagementberatung SIOS Consulting und dem E-Learning-Anbieter sicher-gebildet.de. Wissenswerte Informationen sowie konkrete Sicherheitstipps zum Thema Ransomware, Erpressungstrojaner. Erpressungstrojaner. Woher kommen sie? Wie kann man sich vor ihnen schützen? Und was sollte man in einem Erpressungsfall tun? Ransom ist das englische Wort für Lösegeld und genau darum geht es in der Mehrzahl der Ransomware zugeordneten Fälle. Ransomware schränkt den Zugriff auf ein damit infiziertes Computer- oder Netzwerksystem ein und verlangt anschließend die Zahlung eines Lösegelds, damit der Zugang bzw. Zugriff auf die Daten wieder ermöglicht wird. Derartige Schadprogramme sind seit Anbeginn des Internets eine permanente Bedrohung für Nutzer von PCs, Tablets und Smartphones. Den meisten Nutzern sind die Gefahren und Risiken bekannt, die von derartigen Schadprogrammen ausgehen. Sie halten sich bereits an Schutzmaßnahmen, wie beispielsweise die Installation von Antivirenprogrammen oder die Durchführung regelmäßiger Systemupdates. Doch Kriminelle ersinnen immer neue und raffiniertere Angriffsmethoden. Vereinfacht gesagt, es ist und bleibt ein Katz-und-Maus-Spiel. Definition Ransomware. Ransom ist das englische Wort für Lösegeld und darum geht es auch in der Mehrzahl der Ransomware zugeordneten Fälle. Ransomware ist ein Schadprogramm, das Daten verschlüsselt oder den Zugriff darauf anderweitig blockiert. Anschließend wird von den Opfern ein Lösegeld für die Freigabe der Daten gefordert. Erpressungen durch Ransomware. Typische Erpressermeldungen auf den befallenen Geräten oder Netzwerken klären die Opfer beim ersten Erscheinen darüber auf, dass alle Daten ab sofort verschlüsselt sind und ein entsprechender Betrag, das Lösegeld, für deren Entschlüsselung gefordert wird. Andernfalls werden die Daten nicht mehr freigegeben. Gerne wird die Zahlung des Lösegelds in Form von Kryptowährungen, wie beispielsweise Bitcoin, gefordert, da diese Transaktionen nicht nachverfolgbar sind. Allerdings, eine Garantie für die anschließende Freigabe der verschlüsselten Daten gibt es für die Betroffenen nicht. Von WannaCry lernen. Das unter dem Namen WannaCry bekannt gewordene Schadprogramm verbreitete sich vor einigen Jahren innerhalb von nur 3 Tagen in 150 Ländern. Rund 200.000 Rechner waren von der Verschlüsselung betroffen und Erpressungen ausgesetzt. Der Schaden ging damals in die Millionen und nur wenige Klicks, rechtzeitig ausgeführt, hätten dies verhindern können. Update verpasst. Zum hohen Verbreitungsgrad von WannaCry trug die Nachlässigkeit einiger Windows-Nutzer bei. Denn WannaCry nutzte dafür eine Schwachstelle im Betriebssystem von Windows aus. Dafür hatte der Hersteller jedoch bereits 8 Wochen vor dem Angriff ein sogenanntes Patch herausgegeben. Ein Patch ist ein Zusatzprogramm, das die in einem Hauptprogramm enthaltenen Fehler beheben soll. Doch die betroffenen Nutzer hatten dieses Update letztlich nicht auf ihren Rechnern installiert. An diesem Beispiel wird deutlich, welchen hohen Stellenwert Updates einnehmen. Dies gilt im Übrigen nicht allein für Windows-Systeme, sondern ebenso für alle anderen Betriebssysteme. Regelmäßige Datensicherung als wirksame Vorsichtsmaßnahme. Datensicherungen schützen zwar nicht vor Ransomware, aber sie halten den Schaden geringer. Denn mit Hilfe von Sicherheitskopien ist zumindest der Stand zum Zeitpunkt der letzten Datensicherung wiederherstellbar. Damit macht man sich auch weitaus weniger angreifbar bzw. im Fall einer Erpressung erpressbar. Lösegeldzahlungen. Ja, nein, vielleicht. Denken Sie daran, eine Garantie für die Freigabe der verschlüsselten Daten gibt es grundsätzlich nicht. Daher raten Experten auch dringend davon ab, Lösegeld zu zahlen. Im Gegenteil, gerade die Zahlung von Lösegeld animiert Kriminelle dazu, sie sogar ein zweites, drittes oder viertes Mal anzugreifen. Sie sollten stattdessen lieber regelmäßige Systemupdates durchführen, Antivirenprogramme auf allen Geräten installiert haben und bei der Öffnung von E-Mails oder dem Besuch von Webseiten grundsätzlich umsichtig vorgehen. Vertrauen Sie aber auch Ihrem gesunden Menschenverstand, wenn man Ihnen vermeintlich kostenlose Software oder Apps anbietet oder zu Handlungen per E-Mail auffordert. Manche Dinge klingen oftmals schöner, als sie am Ende tatsächlich sind.